Bei Prototypen denkt man in der Informatik, aber auch teilweise in der Mensch-Computer-Interaktion häufig an frühe Software-Varianten meines finalen Produkts. Was wir uns jetzt anschauen, sind unterschiedliche Prototyping-Techniken, die typischerweise keine Software benötigen oder bei denen wir keine Software implementieren müssen. Wir versuchen, einen Überblick darüber zu gewinnen, was ist Prototyping, wofür kann ich das benutzen und wie kann ich das Ganze systematisieren. Wenn wir an Prototyping denken, naja, dann denken wir irgendwie an Software oder an Benutzungsschnittstellen, aber man kann das Ganze auch für ganz andere Dinge einsetzen. Und als Menschen benutzen wir so solche Techniken für ganz viele Dinge, die vielleicht auch gar nichts mit interaktiven Systemen zu tun haben. Das hier ist ein Beispiel, das ist das Video, was ihr euch gerade anschaut, oder eine ganz frühe Variante davon. Was wir gemacht haben, um diese Videos herzustellen, ist, wir sind durch verschiedene Design-Iterationen gegangen. Wir haben am Anfang uns erstmal Gedanken darüber gemacht, wie soll überhaupt das generelle Format sein. Dann haben wir uns gedacht, naja, wir wollen kürzere Videos haben. Dann haben wir uns angeschaut, wie könnte das Ganze aussehen. Wir haben verschiedene Kameras getestet. Und irgendwann haben wir uns überlegt, naja, wir wollen das Ganze vor einem Greenscreen haben. Das haben wir auch diskutiert. Und um jetzt das Template zu bekommen für die Folien, dafür haben wir beispielsweise diese Person eingesetzt, also mich, und den auf verschiedene Templates gesetzt und angeschaut, wie könnte das aussehen und wo könnten wir jetzt stehen. Und naja, das Ergebnis schaut ihr euch jetzt gerade an, oder zumindest einen Zwischenstand, weil wir das natürlich weiter verfeinern. Das heißt, in diesem Fall haben wir Prototyping benutzt, aber nicht um Software herzustellen, sondern um Videos herzustellen. Und genauso kann man Prototyping auch für ganz andere Dinge benutzen. Man kann es für Prozesse einsetzen, man kann es für Benutzungsschnittstellen einsetzen, aber auch für viele andere Arten von Produkten. In der Mensch-Computer-Interaktion macht es dann aber Sinn, wenn wir uns eine Definition anschauen dafür, was ist denn jetzt Prototyping oder was ist ein Prototyp in der Mensch-Computer-Interaktion. Eine Definition, die ich sehr mag, ist die von Michel Bornafont und Wendy McKay. Die beiden haben eine Variante davon aufgeschrieben. Sie definieren das als, ein Prototyp wäre eine konkrete Repräsentation eines Teils oder des gesamten interaktiven Systems. Und gleich schauen wir uns Beispiele an, wo man nach dieser Definition sagen kann, naja, nach den beiden ist das jetzt kein Prototyp, aber das passt trotzdem in dieses Schema rein von etwas, ich versuche eine konkrete Repräsentation meines Systems zu haben. Ich beschreibe das also nicht nur, sondern irgendwie versuche ich das vielleicht auf Papier, vielleicht in Software, vielleicht in irgendeine andere Form zu bringen, damit ich das mit anderen Menschen diskutieren kann und mich dabei aber auch festlegen muss auf gewisse Dinge. Wenn wir Prototypen systematisieren wollen, dann ist das hier eine Darstellung. Wir haben hier zwei Achsen. Das eine, an der einen Achse, das ist der Aufwand. Den Aufwand, den ich betreiben muss, um jetzt einen Prototypen herzustellen. Auf der anderen Achse, da haben wir jetzt die Fidelity. Und die Fidelity meint, na, wie typischerweise visuell aufwendig ist das Ganze, wie stark repräsentiert das Ganze mein finales System oder ein finales System, je nachdem, in welchem Iterationszyklus ich mich gerade befinde. Und anhand dieser zwei Dimensionen können wir uns jetzt verschiedene Techniken anschauen oder verschiedene Arten von Prototypen anschauen. Und das erste wäre ein Sketch. Ein Sketch kann ein Prototyp sein, wenn es ein Sketch einer Benutzungsschnittstelle ist. Das könnte aber auch so ein Sketch von einer Geschichte oder von einer Story sein. Und dann würde es nach Wendy McKay und Michel Bornafont eher kein Prototyp sein. Trotzdem lohnt es sich natürlich, sowas einzusetzen. Wenn wir dann mehr Aufwand investieren, dann könnten wir bei sowas rauskommen wie ein Wireframe. Ein Wireframe spiegelt dann schon die Struktur meiner Benutzungsschnittstelle wieder, aber die konkrete visuelle Ausgestaltung typischerweise nicht. Das heißt, ich weiß, wie sich Dinge anordnen, aber ich weiß noch nicht so genau, wie die aussehen und vielleicht habe ich das visuelle Design noch nicht vollständig im Kopf. Wenn ich dann weitermache, dann kann ich Mockups erstellen und Mockups sind dann schon so, dass sie tatsächlich das visuelle Design oder auch das akustische Design, je nachdem, was für eine Benutzungsschnittstelle ich entwerfe, ziemlich genau widerspiegeln können. Und wenn ich dann noch mehr Aufwand betreibe, noch mehr Effort investiere, dann steigt die Fidelity weiter und dann lande ich bei typischerweise Software-Prototypen. Das kann dann
eine erste Variante meines finalen Systems sein. Das kann aber auch einfach Software sein, die ich benutzt habe, um jetzt bestimmte Aspekte auszuprobieren. Was jetzt auch passiert mit der Fidelity, dass ich typischerweise auch von Dingen gehe, wo keine Interaktivität gegeben ist. Das heißt, das System macht nichts automatisch zu. Bei Software die Interaktivität relativ hoch ist. Das heißt, das System kann auch auf den Benutzer reagieren. Und das hier ist jetzt, und das hier sind jetzt vier Beispiele für verschiedene Prototyping-Techniken. Aber wenn wir uns andere Beispiele anschauen, dann passen die typischerweise da auch rein. Das heißt, es gibt einen Anstieg, wenn ich, je mehr Fidelity ich möchte, desto mehr Aufwand muss ich auch investieren. Und je mehr Aufwand ich investiere, desto höher ist am Ende typischerweise die Fidelity. Wir können uns das jetzt mal für ein Beispiel anschauen. Stellen wir uns vor, wir müssten einen Hochzeitsplaner entwickeln. Jetzt habe ich relativ wenig Ahnung von Hochzeit, ich habe noch nie geheiratet. Und jetzt muss ich irgendwie versuchen, für dieses Problem, also diesen Hochzeitsplaner, eine Anwendung zu entwickeln. Und was ich zumindest machen würde als ersten Schritt ist, ich würde erstmal versuchen herauszufinden, wie funktioniert jetzt eigentlich so ein Hochzeitsprozess. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist, dass man ein Storyboard gestaltet. Hier habe ich das Ganze einfach mit Stift und Papier gemacht und habe mir die verschiedenen Stationen von das, was ich mir vorstelle, was bei einer Hochzeitsvorbereitung geschieht, aufgemalt. Das ist jetzt noch ohne ein System, das ist einfach nur so funktioniert der Hochzeitsprozess in meinem Kopf, ohne dass ich jetzt irgendein System einsetzen würde. Und das ist aber schon ganz hilfreich, wenn ich jetzt mal mit anderen Leuten darüber diskutieren möchte, wie funktioniert denn jetzt heiraten? Wie funktioniert diese Hochzeitsvorbereitung? Weil das kann ich jetzt nehmen und das kann ich anderen Leuten zeigen. Das kann ich vielleicht Menschen zeigen, die haben schon geheiratet. Das kann ich auch Hochzeitsplanern zeigen und mit denen diskutieren, sind das die Schritte, durch die ein zukünftiges Brautpaar wirklich gehen muss? Und dann kommen da vielleicht zusätzliche Schritte hinzu. Da fallen dann vielleicht auch Schritte weg, weil man glaubt, naja, das ist gar nicht wichtig, das passiert da gar nicht. Und dann kann man so Stück für Stück sich überlegen, diese einzelnen Schritte, sind die denn schwer? Könnte ich mir da vorstellen, dass ich jetzt Softwareunterstützung da anbieten könnte? Und dann kann ich das Ganze verfeinern und sagen, naja, wie sehe dieser Prozess aus? Wie sehe diese Geschichte aus, wenn ich jetzt eine Anwendung hätte, dieses Ganze unterstützt. Und dann kann ich mir überlegen, welche Funktionen brauche ich denn in dieser Anwendung, um das Ganze zu unterstützen. Wenn ich jetzt so Funktionen habe, dann kann ich mir als nächstes überlegen, naja, jetzt weiß ich, welche Funktionen ich unterstützen möchte. Wie könnte jetzt ein Benutzungsschnittstelle dafür aussehen? Und auch für diese Benutzungsschnittstelle kann ich mir dann überlegen, naja, das kann ich halt auch mit Stift und Papier malen, zumindest in der frühen Iteration. Und dann kann ich einfach sagen, naja, ich male mal erstmal irgendwie auf, was ich für Funktionen brauche. Daraus mache ich dann das Hauptmenü. Dann kann ich mir überlegen, naja, was könnte ich als Unterseiten haben? Dann habe ich vielleicht in diesem Fall irgendwas, wo ich Kleidung für das Brautpaar besorgen möchte. Oder das Brautpaar möchte sich Kleidung besorgen. Und was ich mir hier gedacht habe, ist, vielleicht ist es ja ganz nett, wenn ich nicht nur eine Liste von verschiedenen Kleidungsstücken habe, sondern man das Ganze auch interaktiv gestaltet und vielleicht mit jemandem eine Videokonferenz machen kann, der mir jetzt verschiedene Varianten zeigt, die man sich dann anschauen kann und dann auch eine Beratung findet. Jetzt weiß ich nicht, ob das alles eine gute Idee ist, aber man kann das jetzt ausprobieren mit potenziellen Nutzern. Das heißt, man kann das jetzt nehmen und das erstmal mit ihnen diskutieren. Was man auch machen kann, ist, im Prinzip hat man jetzt einen Papierprototyp und man kann jetzt Interaktivität da reinbringen. Ich könnte mir also vorstellen, dass ich das Benutzern zeige und erstmal nur das Hauptmenü. Und dann könnte ich sie fragen, was würdest du jetzt machen für eine bestimmte Aufgabe? Und dann würden die vielleicht sagen, na, ich würde dieses Dress anklicken oder mit dem Finger berühren. Und na, wenn sie das gemacht haben, dann sagt man, naja, dann nehme ich den nächsten Zettel, lege den dahin und frage sie, was würdest du jetzt machen, wenn das jetzt so aussehen würde? Und so kann man tatsächlich die Funktionalität auch mit einem Papierprototyp simulieren und dadurch auch testen. Wenn ich das jetzt gemacht habe und dann vielleicht mehrfach drüber iteriert habe und mir jetzt eine Version erstellt habe, bei der ich relativ sicher bin, dass das jetzt funktionieren könnte, dann würde ich den nächsten Schritt gehen und sagen, naja, ich baue mir einen Mockup mit, in diesem Fall, einem Softwareprodukt. Das heißt, es gibt Spezialsoftware, mit denen ich sowas erstellen kann. Und das hier wäre ein Beispiel, wie das Ganze dann aussehen könnte.
Das kann ich jetzt erst recht natürlich dafür einsetzen, um das mit verschiedenen Stakeholdern zu diskutieren. Weil jetzt habe ich ja eine Repräsentation meines Produktes, das auch visuell das finale System widerspiegeln könnte. Und jetzt kann ich auch über sowas diskutieren wie, wie ist denn jetzt das visuelle Design? Für dieses Beispiel könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Nutzerstudie damit machen würde, dass die Probanden vielleicht sagen würden, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, weil diese Checkboxen, die kann ich auswählen, aber wie komme ich denn jetzt weiter? Und da könnte darauf hindeuten, dass ich vielleicht dieses Menü, was Checkboxen hat, dass das vielleicht nicht klar ist für Benutzer, weil sie nicht wissen, dass die Checkbox jetzt auch ein Menüpunkt ist. Wenn ich darüber vielleicht auch iteriert habe, vielleicht auch Studien damit gemacht habe, dann kann ich mir überlegen, jetzt will ich das tatsächlich in Software gießen. Das heißt, ich kann dann das nehmen und das programmieren. Und der Vorteil kann sein, dass wenn ich so ein Mockup habe, ich schon eine sehr genaue Vorstellung habe, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze sich auch anfühlen wird. Und wenn ich das jetzt einem Programmierer gebe, dann ist es für den natürlich viel einfacher, das zu programmieren, als wenn ich dem vielleicht nur eine Story gegeben habe oder nur eine Liste an Funktionalitäten. Weil jetzt weiß er, na, so soll das Ganze gegliedert sein, so soll das Ganze aussehen und kann dann einen Softwareprototypen erstellen, indem er das Ganze programmiert. Was wir also gesehen haben, ist, dass wenn ich diese Schritte mache, dann kann ich unterschiedliche Techniken an unterschiedlichen Punkten meines Designprozesses einsetzen. Und früh im Designprozess will ich typischerweise Techniken einsetzen, die wenig Aufwand erfordern und deswegen auch wenig Fidelity ermöglichen. Und dass sie jetzt wenig Fidelity haben, die Prototypen, das kann sogar ein Vorteil sein, weil Probanden ganz andere Dinge kritisieren, wenn das Ganze noch sehr roh aussieht und noch nicht so aussieht wie der finale wie das finale Produkt. Weil wenn ich was habe, was schon so eigentlich so aussieht, als könnte das jetzt auch im App Store stehen, dann sind Probanden weniger gewillt, wirklich so Kernfunktionalität noch zu kritisieren. Dann kritisieren sie vielleicht eher das Layout oder das visuelle Design, aber wirklich die Funktionalität wird dann selten in Frage gestellt. Das heißt, wenn ich durch diesen Prozess, meinen Entwicklungsprozess gehe, dann möchte ich früh Techniken einsetzen, die wenig Aufwand benötigen und durch die ich viele Iterationen in kurzer Zeit machen kann und später im Entwicklungsprozess auch Techniken einsetzen, die vielleicht mehr Aufwand benötigen und dadurch auch mehr Fidelity erreichbar machen.